da draußen. Das ist ein Adventskalender. Das heißt, 24 YouTuber machen Videos an 24 Tagen vor Weihnachten. Und das ist der 3. Dezember heute. Ich bin das dritte Türchen sozusagen. Die Idee ist dahinter, dass das Ganze mit einem Gewinnspiel für euch verbunden ist. Dass, wenn ihr euch quasi alle Türchen anguckt aus dem Adventskalender, dass ihr dann an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Es ist nämlich so, dass es einen versteckten Satz gibt. Und in jedem Türchen ist ein Wort, das zu diesem Satz gehört, versteckt. Das heißt, ihr müsst diese Wörter zusammensammeln, dann findet ihr hoffentlich den Lösungssatz und könnt ihn an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse schicken und dann auch was gewinnen. Sozusagen ein Weihnachtsgeschenk von uns YouTubern an euch. Und das Geschenk ist zum einen ein Kinosaal vom Cineplex Kino für 2 Stunden umsonst. Das hat Cineplex uns zur Verfügung gestellt. Einfach so. Vielen Dank dafür. Der andere Preis ist eine Kiste mit Sachen, wo quasi jeder von uns ein persönliches Teil reingepackt hat. Es gibt 2 Gewinner. Der Erstplatzierte darf sich dann aussuchen, welchen von den beiden Gewinnen er haben möchte. Und der Zweitplatzierte kriegt einfach den anderen Gewinn. So läuft's ab. Ich wünsche euch viel Glück. Mein Weihnachtsvideo ist ein kleines Gedicht für euch. Ich habe früher als Jugendliche super, super gerne Gedichte geschrieben. Habe die dann immer morgens in der Bahn irgendwelchen Freunden von mir vorgetragen. Und da ich das ganz lange nicht mehr gemacht habe, habe ich gedacht, hey, ich schreibe meiner Community ein Weihnachtsgedicht und bitte hatet es nicht, okay? Ich hab da Zeit für euch reingesteckt und mir Gedanken gemacht. Und Gedichte sind was sehr Persönliches, so wie Songs auch oder so. Okay, ich trage es euch jetzt vor. Auswendig gelernt habe ich es leider nicht. Ich habe die Arme voll Geschenke. Ab zur Family ist es Weihnachten. Oh mein Gott, wenn ich jetzt schon daran denke. Morgen mindestens so viel nach Haus verfrachten. Der 10. Dekoartikel, jede Menge Blümchentassen. Alle haben's ja gut gemeint mit diesem Überfluss in Massen. Einmal im Jahr auf Weihnachten getimt. Jeder zeigt sich dankbar, auch über eine Cap von Ed Hardy. Nur der Kleine freut sich ehrlich übers Bobby Car. Denn für die Kleinen ist Weihnachten eine Party. Ein bisschen Geld von hier nach da geschoben. Jeden fürs tolle Geschenk loben, fett was essen, Weihnachten ist verfressen. Die Kinder glücklich gemacht, zusammengesessen und viel gelacht. Und da sind wir schon beim Punkt, denn genau das macht Weihnachten rund. Draußen ist es nass und kalt und drinnen ist Zusammenhalt. Familie, Liebe und Geborgenheit, das macht die schöne Weihnachtszeit. Zumindest bis zum nächsten Streit. Das würde uns doch allen reichen, ohne Großrechnungen zu begleichen. Das ist Weihnachten für mich, das Fest der Liebe. Was bedeutet das für dich? That was my poem for you, with lots of love. Die Geschichte dahinter ist die, dass für mich Weihnachten einfach immer bedeutet, ich bin mit meiner Familie zusammen, auch mit Freunden. Meine Familie ist total offen, meine Eltern sind geschieden, aber zum Beispiel bei meiner Mama ist immer ein türkischer Kumpel von mir an Weihnachten mit eingeladen, weil der sagt, für ihn ist Weihnachten immer so trist, weil die Straßen sind leer und er selber feiert kein Weihnachten und seine Familie nicht. Und deswegen sagen wir immer, du bist herzlich bei uns eingeladen, dann kommt er immer zum Essen vorbei. Und das ist total schön, weil da geht es nicht darum, dass Weihnachten irgendwie ein religiöses Fest ist, also zumindest zum Beispiel für mich nicht. Ich bin gar nicht gläubig, meine Mutter schon. Also das ist aber, es spielt keine Rolle. Es geht einfach darum, dass man zusammen ist und füreinander da ist und Zeit zusammen verbringt und einfach mal keine Arbeit hat. Und das sind so die einzigen 3 Tage, glaube ich, im Jahr, also Heiligabend und erst am 2. Weihnachtstag, wo ich nicht arbeite, wirklich gar nicht arbeite. Und wo man auch überhaupt nicht den Anreiz hat, irgendwas anderes zu tun. Man hängt einfach nur im Sofa und hat den leuchtenden Baum vor sich und ist mit Menschen zusammen, die man liebt und die einem was bedeuten. Und das ist das Einzige, was in dem Moment zählt. Und das finde ich irgendwie total den schönen Gedanken dahinter. Ich finde diese ganzen Geschenke und so, das ist überbewertet. Also wenn ihr nicht genug Geld habt, jedem was zu kaufen. Meine Familie ist riesig. Ich müsste jedem ein Geschenk kaufen und dann wäre ich bei 50 Geschenken. Wisst ihr, wie viel Geld das bedeuten würde? Und jedem was basteln ist auch zu viel Arbeitsaufwand. Also deswegen, ich finde, wichtig ist an Weihnachten, dass man zusammen ist, dass man tolerant ist. Also wie das meine Mama sagt, klar, da kann jeder von deinen Freunden auch vorbeikommen, wenn er möchte. Und der ist herzlich eingeladen, das ist immer eine offene Tür für alle. Das finde ich wichtig und das macht Weihnachten aus. Also deswegen finde ich das Fest der Liebe einen schönen Begriff. Denn für mich hat das gar nicht so einen religiösen Aspekt, sondern einfach nur zusammen sein.
Und deswegen möchte ich von euch wissen, was ist Weihnachten für euch? Was bedeutet das für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie habt ihr vor, Weihnachten zu verbringen? Gibt es irgendeine coole Weihnachtsgeschichte, was euch mal passiert ist an Weihnachten? Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass der Weihnachtsbaum mitten im Wohnzimmer lag und ich ungefähr da drunter und habe da mit einem ziemlichen Kater drunter gepennt, als meine Eltern aus dem Urlaub wieder kamen. Ja, Merry Christmas, Mama und Papa. Da war ich 16, glaube ich. Hätten sie mich besser nicht alleine gelassen. Wo wir schon mal bei Geld ausgeben sind, beziehungsweise beschenken. Es gibt Dinge, die man machen kann vor Weihnachten, die nicht viel Arbeit bedeuten und die irgendwie so einen schönen Hintergrund haben. Meine Schwester hat mich darauf aufmerksam gemacht, es gibt einen sogenannten Weihnachtskonvoi. Ich blende hier unten nochmal die Webadresse ein. Und zwar meinte meine Schwester, dass sie arbeitet ja bei Esprit als Modedesignerin und die machen das immer so, dass Sachen, die sie nicht mehr brauchen, sammeln die Mitarbeiter. Entweder kaufen die neue kleine Geschenke oder so oder eben auch Sachen, die noch gut erhalten sind, die man selber nicht mehr benötigt. Die kann man einpacken und dann kann man das bei diesem Weihnachtskonvoi abgeben. Da gibt es in jeder Stadt so einen Ort, wo man diese Geschenke dann abgeben kann, schön verpackt und so. Die sollten am besten für Junge und Mädchen geeignet sein, denn die werden dann mit einem Truck nach Osteuropa gefahren, weil es da wirklich auch arme, arme Kinder gibt, die in Waisenhäusern leben und nichts haben und gar keine Geschenke zu Weihnachten bekommen würden. Und da werden diese Geschenke dann verteilt, die wir denen mitgegeben haben. Und das Schöne ist, dass die auch einen Blog haben und auch YouTube-Videos hochladen, wo du wirklich sehen kannst, wo die Geschenke hinkommen. Also meine Schwester meinte, die haben sogar in dem Video, was die danach gedreht haben und dann online gestellt haben, haben sie sogar ihre eigenen Geschenke, die sie da abgegeben haben, haben sie gesehen, wie die bei den Kindern angekommen sind und die Kinder die ausgepackt haben. Und das ist einfach voll schön, weil die Kinder freuen sich wirklich über alles, einfach nur, dass sie irgendwas bekommen. Da haben die Leute gesagt, die sind nicht neidisch untereinander, dass der was Besseres hat als der. Nein, die freuen sich einfach nur extrem krass, dass der Weihnachtsmann da war. Und das ist eine schöne Idee. Es kostet uns nichts, wenn wir sagen, das sind gut erhaltene Spielsachen. Man muss halt darauf achten, dass da keine deutschen Anleitungen oder so drin sind oder dass das nichts auf Deutsch ist irgendwie, dass die das nicht verstehen würden. Oder vielleicht macht ihr mal eure Eltern darauf aufmerksam oder so. Eine andere Sache ist, ich habe Campino von den Toten Hosen jetzt vor ein paar Tagen getroffen bei einer Lesung, die er bei 1 Live hatte. Da habe ich im Publikum gesessen, hinterher noch spontan ein Radiointerview gegeben, war ziemlich cool, wegen meiner Krone-Nominierung. Ja, die Krone ist ja auch morgen. Naja, ich werde eh nicht gewinnen, aber egal. Ich freue mich trotzdem auf die Krone, auf die Veranstaltung und dass ich dabei sein darf. Auf jeden Fall hat Campino da erzählt, dass er im Moment stark in der Kritik ist wegen seinem Band-Aid-Projekt, was Ebola-Kranken halt helfen soll oder da bei der Ebola-Krise halt Spendengelder abgegeben werden sollen, dass sie das da in den Griff kriegen können. Und das Ding ist, dass er meinte, er wird total krass kritisiert dafür, dass er das angeleiert hat, weil der Song nicht gut genug ist, weil das angeblich so ein PR-Projekt für alle Musiker ist und so. Ich meine, man kann das immer so und so sehen. Ich verstehe auch die Kritiker teilweise, aber Campino hat backstage nachher mit mir geredet und man hat gemerkt, wie ihn das echt fertig gemacht hat. Weil er meinte, man will was Gutes tun und man wird so zerrissen. Und da ist da hinterher nicht mehr drauf klargekommen. Er hat die ganze Zeit darüber geredet, das hat ihn so beschäftigt. Er meinte, das Internet macht ihm teilweise Angst, weil das ist so, dass ein Kritiker kommt, dann finden das andere Leute, kopieren das, hauen das auch wieder raus und das spreadet sich einfach so schnell, dass er meinte, man verliert dann auch ganz schnell als Prominenter den Mut, mal was in Angriff zu nehmen, weil das Internet es ganz schnell kaputt machen kann und ganz schnell ein Shitstorm losgelöst werden kann. Und das verstehe ich total. Das ist schon krass, wenn man überlegt, dass das zur Folge hat, dass Leute sich nicht mehr trauen, irgendwas Gutes zu machen oder auch mal Stellung zu beziehen, weil sie dann Angst haben, direkt einen Shitstorm abzukriegen, weil Leute einfach Dinge auch aufnehmen, die sie lesen und dann als ihre eigene Meinung implantieren bei sich und nicht nochmal selber überlegen, was steckt überhaupt dahinter, sich gar nicht mit dem ursprünglichen Gedanken beschäftigen, sondern einfach nur mit dem Video, was sie vielleicht von Jan Böhmermann zu Campino gesehen haben. Es wurde mir unter meinem Post, wo ich das Foto gepostet habe, dass ich Campino getroffen habe, wurde auch dieses Video schon drunter gepackt. Ich finde das Video von Jan Böhmermann cool, ja, ich habe es gesehen. Ist lustig recherchiert, ist kritisch, natürlich, aber man muss auch die andere Seite betrachten. Nicht jeder einzelne von diesen Musikern hat aus dem Grund mitgemacht. Und ja, Campino meinte schon, dass die Folge wahrscheinlich ist, dass man nächstes Jahr sagt, wir machen das nicht mehr. Jeder darf seine Meinung zu allem haben, nur informiert euch selber und nehmt nicht einfach Sachen auf und
bitte, bitte hatet nicht unter diesem Video hier, weil es ist ein positives Video. Und ich habe nicht gesagt, ich möchte dazu aufrufen, ladet diesen Weihnachtssong von Campino und Co. runter, unterstützt die, sondern bildet euch eure eigene Meinung. Wenn ihr den runterladen möchtet, um bei der Ebola-Krise zu helfen, dann macht das. Wenn nicht, dann nicht. Aber hatet deswegen nicht unter diesem Video. Weil wir kennen mittlerweile die Kritik, also ich kenne die Kritik, Campino hat sie mir mehrmals erzählt an dem Abend, er kennt sie auch. Also deswegen, das ist mittlerweile auch irgendwie durch. Wir wissen, was ihr meint, wenn ihr das nicht unterstützen wollt. Und wenn doch, dann findet ihr auch den Link in der Infobox. Solange das Ganze immer noch am Ende einem guten Zweck zugutekommt, dann ist es auch im Endeffekt egal, dass ein paar Leute PR davon hatten. Also was ist wichtiger? Das muss man sich dann immer überlegen. Das war quasi mein Adventskalender. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Und ja, wenn ihr ein bisschen was Gutes tun wollt, dann kann man das auch oft mit ganz, ganz kleinen Mitteln tun. Ach, vielleicht kann ich das in diesem Video noch schnell mit unterbringen. Und zwar könnte man sich auch einen Organspendeausweis ganz einfach erstellen. Da gibt es auch Vorlagen, ich glaube, es ist immer noch so, das war bei mir damals so, gibt es Vorlagen im Internet, wo man einen Organspendeausweis einfach ausdrucken kann, ausfüllen kann, ins Portemonnaie packen kann. Da habe ich bei Markus Lanz, vielleicht habt ihr es gestern gesehen, auch mit jemandem drüber geredet, der ja, durch eine Herzspende halt weiterleben konnte. Und das sind so Sachen, wo man manchmal auch ohne Geld auszugeben helfen kann. Also deswegen tut was Gutes, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann nicht. Tut eurer Familie was Gutes an Weihnachten, euren Freunden, indem ihr vielleicht einfach nur für sie da seid und ganz viel Zeit mit ihnen verbringt und sie in den Arm nehmt und ihnen ein Lächeln schenkt. Oder für sie da seid, wenn es denen nicht so gut geht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und genau, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich sehr auf Weihnachten, ist ja doch noch ein bisschen hin. Ich bin ja relativ am Anfang vom Adventskalender. Auf jeden Fall, wie immer, ganz viel Liebe zu euch nach draußen. Ich wünsche euch viel Glück bei dem Gewinnspiel und wir sehen uns ja dann morgen schon wieder, denn das ist Donnerstag.